So, wir sind auf dem Gipfel angekommen. Hier ist absoluter Nebelwald. Überall wachsen Farne an den Stämmen. Man kann gesunde Bäume nicht von toten unterscheiden. War anstrengend. Zwischendurch hat mich die Schwäche ein bisschen erwischt. Meine Beine fingen an zu zittern. Also, auf Biegen und Brechen sind wir gerade beim Camp angekommen. Alle bauen schon auf. Mir war schon das Wasser ausgegangen, weil ich heute an Gewicht sparen wollte. Mein Gepäck war ohne Wasser noch 25 Kilo schwer, weil ich von zwei Damen was abgenommen hatte, weil die nicht mehr tragen konnten. Oh, der Abstieg war so brutal hart. Meine Knie, ey, lange hätte ich das nicht mehr mitgemacht. Meine Füße sind glühend heiß. Der Schweiß läuft einfach runter, es ist heiß. Und ja, Knie und Knöchelschmerzen. Ich hatte nur noch einen Stock zur Verfügung. Ich habe einen Handschuh verloren. Und bei der Hitze will man sowieso keine Handschuhe anziehen. Deswegen taten auch schon meine Hände vom Stock weh, vom Griff. Und jetzt sind wir hier an diesem traumhaften Spot. Es ist hier wesentlich trockener als an den anderen Spots. Ich glaube, wir können die Sachen mal trocknen. Oh. Ey. Ich bin jetzt seit 12 Stunden auf den Beinen, ey. Seit 12 Stunden haben wir hierher gebraucht. Natürlich mit Pausen. 1000 Meter hoch, 1000 Meter runter. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Das war das absolut geilste Bad meines Lebens. Ich habe es auch nicht mehr ausgehalten, die Kamera zu holen und meine Emotionen festzuhalten. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geil das war. Das Wasser perfekt kühl, genau da, wo es noch angenehm ist. Glasklar türkis. Ich finde den Platz richtig geil heute. Hier habe ich jetzt richtig schön Platz. Ich habe es sauber gemacht. Ich kann richtig schön sehen, was auf dem Boden so rumkreucht. Ich fühle mich safer dadurch und werde hoffentlich eine richtig ruhige Nacht haben. Morgen können wir ausschlafen. Schön hoch aufgehängt hier das Tarp. Schön breit gemacht, dass ich mal Raum habe. Letzte Nacht war es nicht so gemütlich, da war ich an einem Hang über Steinen. Ja, guten Morgen. Dadurch, dass ich das Tarp so hochgehängt habe, pfeift hier so ein bisschen der Wind durch. Es ist richtig angenehm. Letzte Nacht war noch der Mond ziemlich hell. Und das hier ist mein Ausblick. Ja, gestern war echt ein harter Tag. Wir sind um 20 vor 3 aufgestanden. Sind wir zum 1000 Meter den Berg hochgekraxelt. Der harte Part war erst das Bergab. Und dann bin ich hier echt nur noch mit Willenskraft angekommen. Aber mein Körper wollte schon lange nicht mehr. Das war echt hart. Ich fühle mich immer noch so krass schwer. Aber heute ist ein Ruhetag. Wir werden jetzt um 9 erst frühstücken. Dann gehen wir nur so 1 Kilometer oder so zum nächsten Camp und da verbringen wir den Tag. Hier hängen meine Schuhe zum Trocknen. Richtig geil. Zum allerersten Mal im Dschungel sind meine Schuhe über Nacht richtig trocken geworden, weil es hier so warm und trocken ist. Hier ist es nicht mehr so feucht wie in den anderen Orten. Geil, die ziehe ich mir jetzt direkt an, da habe ich jetzt richtig Bock drauf auf trockene Schuhe, ey. Lauf nicht so gern in diesen offenen Sandalen durch das trockene Laub, wo überall Ungeziefer rumfleucht. Alter, geil, trockene Schuhe, ey. Dann ist ja wahrscheinlich alles trocken. Geil.
es war wirklich eine kurze Wanderung. Wir müssen jetzt hier nur noch über den Fluss und dann sind wir am neuen Camp. Das ist ja dann auch schon fast wie ein Beach-Tag. Ich habe mir hier von den Einheimischen Taucherbrille und Harpune geliehen. Das ist einfach nur ein angespitzter Baustahl mit einem Gummiband am Ende. Das schießt man aus der Hand. Die tauchen nach den Fischen und schießen unter Wasser. Das hat bei mir nicht geklappt, weil ich bin halt Brillenträger. Das heißt, wenn ich das aufsetzen will, muss ich meine Brille abnehmen. Und das Ding hält auch nicht dicht, das läuft innerhalb von 5 Sekunden voll mit Wasser. Und dann habe ich es von oberhalb der Wasseroberfläche versucht. Dann muss man halt ein bisschen tiefer zielen, wegen der Lichtbrechung von der Wasseroberfläche. Und einen Fisch habe ich erwischt, einen kleinen. Der wurde nicht durchbohrt von der Harpune. Aber der wurde so hart am Kopf getroffen, dass er ausgenockt war. Und den habe ich jetzt hier ausgenommen und grill den jetzt über dem Feuer. Das Feuer habe ich gerade mit meinem Feuerstahl angemacht. Wir haben hier mit dem Messer so ganz feine Fasern geraspelt. Das war die Zündung sozusagen. Damit haben wir trockenes Laub entfacht und mit dem Laub dann die ersten kleinen Zweige. Ja, und jetzt haben wir hier eine schöne Glut. Und jetzt werde ich hier meinen Fisch darüber grillen. Für das richtige Survival-Feeling. Der 9. Tag ist zu Ende gegangen. Oder geht gerade zu Ende. Ich musste gerade nochmal die Hängematte umhängen. Also an einem Ende. Weil der Baum, an dem ich vorher hing, immer weiter rüber sackte. Und langsam anfing sich zu entwurzeln. Und mein Hintern mit einmal auf dem Boden hing. Ja, jetzt bin ich aber umgezogen hier und alles ist cool. Also morgen ist der letzte Wandertag. Und dann kommen wir endlich am Pazifik an. Letzte Nacht im Dschungel jetzt. Ich hoffe, es wird eine gute. Ja, man steht auf. Will pinkeln gehen. Erst die Riesenspinne. Und dann geht man 2 Schritte weiter. Mal sehen, finde ich ihn nochmal. Da ist er. Da kommt er. Sieht man ihn? Da, ja, den sieht man. Ich muss das jetzt nochmal zeigen. Noch ist es dunkel, es wird aber langsam hell. Aber es ist so leicht hier im Dschungel im Dunkeln schwimmen zu finden, denn man leuchtet so ins Unterholz. Und manchmal sieht man so kleine reflektierende Punkte, als wäre da so ein Wassertropfen, der reflektiert. Aber hier ist alles knochentrocken in der Gegend, wo wir jetzt sind. Und jeder reflektierende Punkt ist ein paar Spinnenaugen. Da ist ein reflektierender Punkt, da sind sogar 2. Und hier ist eine Spinne und hier ist eine ganz kleine. Ja, gerade haben wir eine kurze Pause eingelegt. Jemand musste wieder ein bisschen Gewicht abgeben, weil wir heute wieder bergauf laufen. Ich habe ein bisschen was genommen, nicht die schwersten Sachen, aber die voluminösen, weil ich den größten Rucksack habe. Und habe noch mal kurz eine kleine Stärkung eingeworfen. Gerade ist es wieder ein Tick flacher. Eben habe ich mich kurz hingesetzt und gucke in die Baumkronen. Und dann kommt ein Tukan angeflogen und setzt sich kurz für ein paar Sekunden direkt über uns in den Baum.
So, jetzt muss man die doch mal sehen, ey. Da sind doch nicht mehr viele Bäume übrig. Wieder getarnte Heuopfer, die an meinem Feld gefallen ist. Leichte Kopfschmerzen. Das Gefühl, dass bei mir bald ein Durchfall losgeht. Und dennoch habe ich es geschafft. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich am Pazifischen Ozean bin. Krass. Wie typisch. Ja, beides, wenn die Schale vorbei ist, aber auch richtig glücklich. Geil hier anzukommen, oder? Ja. Richtig geil hier anzukommen, ey, nach so vielen Strapazen. Und ich muss jetzt erstmal ins Gebüsch, ey. Und dann werden nachher die Kokosnüsse gepflückt. Für noch mehr Durchfall. Oh ja, oh, hier war mal eine Bretterbude. Ach du Scheiße. Wir haben es geschafft, ey. Alle Strapazen hinter uns gelassen. Hier ist ja voll steinig. Nein, meine Brille. Ja. Geil. Ich wollte eigentlich gar nicht ins Gesicht rein. Aber die Steine hier. Ich bin auf den Stein ausgerutscht. Und dann in der Welle, voll mit dem Kopf in der Welle gelandet. Und schon hat der Ozean meine Brille verschluckt. Ich habe Gott sei Dank noch meine alte dabei. Die hatte ich mir gerade erst in Ecuador geholt vor ein paar Wochen. $200, ey. Shit. Yes! Geht doch. Ich glaube, du kannst einfach so reingreifen. Mhm. Ich hab's selbst jetzt noch nicht probiert. Geschmacklich nicht geil. Geschmacklich nicht geil? Mhm. Salzig. Hab ich doch gerade nicht ins Wasser gehalten, oder? Kann ich auch mal probieren? Ich glaube, deiner hat bestimmt anders geschmeckt. Kann ich auch nicht spüren. Hast du den Kuchen? Ja, meiner hat anders geschmeckt. Ja. Schmeckt der gut? Nee. Vielleicht war die schon zu weit. Schmeckt filzig. Ja, es geht mir mittlerweile etwas besser. Die Paracetamol, die ich genommen habe, gegen die Migräne, kickt langsam rein. Und die Selina aus der Gruppe hier war so nett und hat mich mal vorhin ein bisschen durchgeknetet. Das hilft dann auch immer. Und jetzt fühle ich mich fit genug, um hier mal endlich meine Hängematte aufzuhängen. Alle anderen hängen schon. Letzte Nacht in der Wildnis. Auf geht's. Der Tag ist fast zu Ende.
Jetzt wird nochmal eben ein bisschen Wasser gefiltert. Dann wasche ich mich nochmal im Süßwasser ab. Und dann war es das für heute. Muss ich noch meinen Tarp aufhängen. Und dann wird geschlafen. Als ich meine Hängematte hier vorhin aufgehängt habe, da war hier noch keine Ameisenstraße. Als ich vorhin hingekommen bin, da waren sie alle auf dem Weg zum Baum rauf. Und jetzt sind sie alle auf dem Weg mit den Blättern den Baum runter. Schönen guten Morgen. Unsere Boote sind da. Wir laufen jetzt noch ein Stück hier den Strand lang. Das war meine Wanderung durch Darien. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, Abo und Glocke klicken. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes von mir sehen wollt. Vielleicht kann ich das ja realisieren.